2012 führte die SRH-Hochschule in Heidelberg das Studienmodell CORE ein. Es handelt sich dabei um ein ganz neues Prinzip des Lernens. Mittlerweile hat sich CORE in Heidelberg etabliert und wurde gleichzeitig auch international zum Vorreiter für eine neue Lehr- und Lernkultur. An der SRH-Hochschule trafen sich jetzt Experten aus aller Welt, um über neue Ideen zur Hochschullehre zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand aber dabei das Studienmodell CORE. CORE, das steht für Competence-Oriented Research and Education. CORE, das bedeutet Kompetenz, Kommunikation, praxisorientiertes und vor allem eigenverantwortliches Lernen. CORE gibt es bisher in dieser Form nur an der SRH-Hochschule Heidelberg. Eine völlig neue Lehr- und Lernmethode, die auch international Beachtung findet. Experten aus Deutschland, Finnland, den USA, den Niederlanden, Belgien und Südamerika diskutierten auf der zweitägigen internationalen Konferenz über neue Wege der Hochschullehre. Ein Studium sollte Spaß machen. Wenn du aktiv lernst, wenn du der Hauptdarsteller in deinem Film bist an der Universität, wenn du zum Herzstück, ein anderes Wort für Core, zum wesentlichen Akteur in deinem eigenen Lernprozess wirst an der Universität, dann wird das zum Schlüsselerlebnis. Dann wird es interessanter und Studierende lernen mehr. Spaß, das haben die Studierenden des Masterstudienganges Architektur. Im Projekt LUVIEW beschäftigten sie sich 5 Wochen lang mit der Architektur Ludwigshafens. Ihre Aufgabe, einen Film über die besonderen Ecken in dieser besonderen Stadt zu drehen. Wir haben uns vornehmlich mit Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und dieses theoretische Wissen wollten wir transferieren auf die Stadt Ludwigshafen, die ein wunderbares Beispiel für Städtebau des 20. Jahrhunderts ist, für modernistischen Städtebau. Und das haben die Studierenden gemacht und sie haben sich in einem Film damit auseinandergesetzt. Diese Projektarbeit wäre ohne das CORE-Prinzip nicht möglich gewesen. Das Studium wird in 5 Wochenblöcken organisiert. Das heißt, die Studierenden beschäftigen sich in diesem Zeitraum mit einem Schwerpunktthema. Wir sollten ein Thema suchen, wir sollten uns selbst kreativ da einbringen. Und natürlich dürfen wir dann auch noch das neue Medium Film kennenlernen. Und dann alles einfach einmal zusammenfassen und mussten uns natürlich auch nicht mit anderen Fächern beschäftigen, die uns dann ablenken. Und insgesamt war es dann auch sehr gehaltvoll, was wir am Ende gelernt haben, was man sich am Anfang gar nicht überlegt, so in 5 Wochen, was man alles lernen kann. Und dann hat es natürlich auch zu einem Ergebnis geführt, was uns alle zufriedengestellt hat. Das CORE-Prinzip ist super. Man kann sich 5 Wochen lang auf ein Fach spezialisieren. Und man hat nicht wie bei meiner früheren Uni 5, 6 Fächer, wo alle zum selben Zeitpunkt fertig werden müssen. Das völlig neue Studienmodell stellte zunächst auch an der SRH-Hochschule alles auf den Kopf. Und nicht nur die Studierenden, sondern vor allem die Lehrenden vor große Herausforderungen. Am Anfang gab es natürlich Berührungsängste und sie mussten Mut schöpfen, immer wieder Dinge auch neu auszuprobieren. Sicher war das oder ist es auch noch bei den Veranstaltungen, die man jetzt neu macht, bei den Modulen, die neu gestaltet werden, immer ein Aufwand, sich zu überlegen, wie mache ich das jetzt, wie kann ich die Kompetenzorientierung wirklich umsetzen. Es müssen Erfahrungen gesammelt werden mit neuen und alternativen Prüfungsformen. Das ist immer noch mit ein bisschen Unsicherheit belegt an manchen Stellen, weil wir noch nicht ganz durch sind. Erst in einem Jahr haben wir den Zyklus einmal ganz durch. Aber ich erlebe überall neue Ideen und auch Begeisterung, aber manchmal auch Unsicherheiten oder Fragen oder den Bedarf oder Wunsch, sich auszutauschen. Mit dem vor 15 Jahren begonnenen Bologna-Prozess hat sich die Hochschullandschaft verändert. Gesucht werden neue Ansätze und Modelle, um Studierende besser auszubilden. Das CORE-Prinzip hat dabei eine Vorbildfunktion. Für eine kleine Hochschule wie unsere ist es natürlich schwierig, international Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wir haben es doch geschafft, auf internationalen Konferenzen uns auch zu positionieren. Und wir stellen fest, dass viele an dem gleichen Thema arbeiten wie wir und dass man sich gegenseitig befruchten kann. Und insofern spielt das CORE-Prinzip inzwischen auch für andere Hochschulen und für die, die hier sind, eine gewisse Rolle, sich zu orientieren. Das klappt ganz gut. Die neue Art des Lernens. Die SRH-Hochschule Heidelberg hat sich auf den Weg gemacht. Am Ziel ist man noch nicht, aber auch das gehört zum CORE-Prinzip.